Sagen wir mal, letzter Tag und es geht nicht mehr? Oder? Ja. Geht ja doch. Ja, nach 32 Jahren in einem Unternehmen bleiben doch viele Szenen zurück eines Berufslebens, die man jetzt aus Anlass des Abschieds wieder mal in die Hand nehmen kann. Begonnen habe ich ja noch zu Monopolzeiten in einem riesen Konglomerat. Mein erster Gehaltszettel. Morgen vor 32 Jahren begann der April 1989 und man hat mir bezahlt 1593 Euro. Nach 2 Jahren wurde es dann mehr, dann wurde ich das erste Mal Abteilungsleiter bei der Preußen Elektra in Hannover. Aber das ist ja nur der äußere Start. In diesen ganzen Jahren hatte ich von meinem Vorgänger übernommen die Rolle als norwegischer General-Honorarkonsul. Klingt ganz, ganz wichtig. Ich habe mich auch gerne um das Land bemüht. Schweden, Norwegen, Skandinavien war mir immer eine Herzensangelegenheit. Am Ende hat man mich sogar geehrt. Ritter erster Klasse des norwegischen Verdienstordens. Fast der Höhepunkt des Jahres. Jedes Jahr war es. Mit dem norwegischen Botschafter und dem Düsseldorfer Oberbürgermeister durfte ich zu Beginn der Weihnachtszeit den Weihnachtsmarkt eröffnen und den Düsseldorfer Weihnachtsbaum, der immer aus Lillehammer kam, anzünden. Und dafür bekam man jedes Jahr ein kleines Glöckchen. Und mit ihm ging die Weihnachtszeit in Düsseldorf los. Auch diese Jahre und auch diese Rolle hat mir immer viel Freude gemacht. Also die letzten 2 Jahre waren natürlich geprägt von der großen Verständigung in und um Innogy, der Sunrise-Deal, mit dem 2 großartige Konzerne neu geformt wurden. Hier die Erinnerung, man kriegt von den Banken dann immer einen sogenannten Tombstone. Damit, glaube ich, ist der Konzernumbau auf eine neue Basis so abgeschlossen, dass ich mich nach 17 Jahren im Vorstand, 32 Jahren im Unternehmen und 11 Jahren an der Spitze ja ein Stück auch erleichtert, jetzt den Staffelstab weitergebe an Leo Birnbaum und sein neues Team. Es sind neue Aufgaben rund um Digitalisierung als Triebfeder, rund um Klimaschutz, aber gewinnenden Klimaschutz für die Kunden, mit unseren Kunden. Also all das, was ich jetzt Ihnen hier gezeigt habe, auch alle Visitenkarten meines Lebens in allen Rollen, das wird natürlich irgendwann alles vergessen sein, weil im Unternehmen ist alles nur auf Zeit. Das ist so, man unternimmt etwas für einen Augenblick und morgen ändern sich die Marktbedingungen, die Regulierung, die Technologie und es muss was Neues gemacht werden. Davon lebt ein Unternehmen und deswegen braucht man auch etwas, wo man zurückgeht. Und deswegen war mir wichtig, meine Familie. 4 Kinder, bald 2 Enkelkinder, die beste Frau der Welt natürlich. Da gehe ich heim. Das eine oder andere werde ich natürlich noch machen. Aber meinem Unternehmen E.ON, dem ich alles zu verdanken habe in meinem Berufsleben, werde ich immer eng verbunden bleiben. Und wie die Amerikaner sagen, und ich glaube das hier wirklich, the best is still to come. Der beste Teil des Weges liegt vor uns. Und dafür werde ich alles drücken, was ich habe. Und ich bin sicher, es wird gelingen. Ja, und dann ist es einfach nach 32 Jahren auch Zeit, Danke zu sagen und einzupacken. Nur wenn die Trümmer der Vergangenheit weg sind, können die Nachfolger Neues bauen. Und deswegen, so gut es für mich, für das Unternehmen war, es ist Zeit, die Augen nach vorne zu richten, ohne zu vergessen, wo man herkommt. Und in dem Sinne nochmals alles Gute. Auch die Kanzlerin wechselt. Time to say goodbye. Von Ihnen muss ich zum letzten Mal die Nervennahrung kriegen. Vielen Dank, dass es immer geklappt hat. Aber bis zum letzten Tag wird gezahlt.
Also, eine Schokopraline, zu häufig gegessen, man sieht es.